Ja, also als ich schon so früh zum Wunderkind erkoren worden bin, das hat mir eigentlich überhaupt keine Probleme bereitet, weil das hat mir einfach nicht belastet in keinster Weise, weil ich wollte einfach nur klettern und das war das, was mir einfach am wichtigsten war. Ich wollte einfach nur das tun, wo ich am glücklichsten dabei bin und das war einfach das Klettern und das hat mich so fasziniert und da wollte ich halt natürlich auch besser werden und habe nachher probiert, immer größere Leistungen zu bringen und das dann halt auch im Wettkampf mittlerweile im Alpinen umzusetzen. Das hat es eigentlich gar nicht gegeben, dass wirklich einfach die Leute schon so erwartet haben, sondern es war irgendwie immer was Neues. Also ich bin, glaube mit 10 Jahren meine erste 8A geklettert und wo ich nachher mit 13 Jahren meine 8B Plus geklettert bin, da war das schon wieder eine Sensation und das haben die Leute schon wieder fast nicht glauben können. Und das hat mich natürlich in gewisser Weise motiviert, einfach nochmal eins draufzulegen. Und gleichzeitig war für mich aber irgendwie das Klettern einfach wirklich immer so im Vordergrund. Und es war wirklich so die Leistung, die war nie für die anderen, sondern es war wirklich für mich allein. Ich wollte es mir selber beweisen. Und dass die anderen es dann so schätzen, das ja, hat mich natürlich in gewisser Weise auch noch ein bisschen angespannt. Ja, also eine von den Personen, die was mich sicher daher gebracht hat, wo ich heute einfach stehe, das ist sicher der Scherer Reini. Weil der war lange Zeit mein Trainer, hat mir das Gefühl vom Klettern vermittelt. Ich glaube, das war wirklich das Wichtige. Der Reini hat sicher zu meinen Weltcup-Jahren nachher irgendwie dazu beigetragen, dass ich die ganzen Erfolge eingefahren habe. Aber ich glaube, im Vordergrund ist immer beim Reini gestanden, okay, wir wollen das Lebensgefühl Klettern vermitteln, weil das ist das, was die Leute beim Klettern halten. Das ist nicht der Sport selber, sondern es ist die Einstellung zum Sport, das ist die Einstellung zum Leben. Und wenn man etwas gern tut, nachher macht man es gleichzeitig auch gut. Und ich glaube, das war so schlussendlich das Geheimnis, was den Reini seine Gruppe, aus der ich eben rausgekommen bin, so besonders gemacht hat. Naja, dass ich ein Gewinnertyp bin, das glaube ich nicht unbedingt, aber ich bin mir sicher, dass auch jeder Sportler einen gewissen Ehrgeiz mit sich bringt. Und der Ehrgeiz, der motiviert dann nachher zum seine beste Leistung abrufen und bei den Wettkämpfen eben zu gewinnen. Zufrieden muss man mit sich selber sein und mit seiner eigenen Leistung. Da ist es egal, ob man jetzt Erster ist oder Zehnter, wenn es für einen selber passt, nachher hat man eigentlich schon gewonnen. Ja, ich muss sagen, in meinem Leben habe ich schon echt einiges an Kritik kriegt. Einmal sicher, dass ich die Schule lassen habe, andererseits wahrscheinlich, dass ich einfach anstatt für einen Wettkampf trainieren, nachher wirklich viel außen am Fels war, viel im alpinen Gelände auch war, währenddessen die anderen halt für den Weltcup trainiert haben. Aber das ist irgendwie so mein Weg. Das ist so, ich will mir das nicht vorschreiben lassen, was ich machen muss, was ich machen will, sondern wenn ich das Gefühl habe, okay, das ist jetzt wirklich das Beste für mich, dann muss das einfach auch so passen und nachher ist das definitiv das Beste für mich. Also ich glaube, ich weiß einfach ganz, ganz stark, was ich will und habe einfach da einen Sturschädel in gewisser Weise, wo ich sage, okay, ich will jetzt meine Projekte einfach realisieren. Und auch wenn mir da ein gewisser Gegenwind entgegenkommt, ja, nachher ist es sicher auch oft so, dass es mich weniger einholt, als wie dass es mich irgendwie motiviert und immer denke, okay, hey, jetzt zeige ich es denen nochmal wirklich. Was viele Leute nicht wissen, ist, dass ich eigentlich am Felsen angefangen habe zu klettern. Also ich bin eigentlich eher in den Wettkampfzirkus reingerutscht, habe aber außen angefangen zu klettern und die große Liebe war einfach immer schon das Felsklettern. Und das hat für mich immer neben dem Wettkampfklettern existieren müssen. Das war einfach so eine Grundbedingung, ohne den Felsklettern, das ist einfach nachher nicht Klettern für mich. Weil allein in der Halle, das ist zum Trainieren und außen ist das richtige Klettern. Zum Alpinklettern bin ich eigentlich durch den Daniel Steurer gekommen. Der hat früher zwar auch Wettkämpfe mitgemacht, hat sich nachher am Ellbogen verletzt und hat nachher keine Wettkämpfe mehr machen können. Ist dem Sport aber noch eigentlich recht lang trotzdem treu geblieben und klettert da immer noch ein bisschen. Allerdings in einer anderen Form, eben in der Form des Alpinkletterns. Und der hat mich nachher so motiviert, hey, geh mal raus und mach mal außen was, geh mal mit Klemmkeil, geh mal mit Friends. Und ich kann mich noch gut erinnern, die ersten Klemmkeil, was wir gehabt haben, das waren die kleinen Schlüsselanhänger, die was eigentlich gar nicht fürs Klettern gemacht sein, sondern eben Schlüsselanhänger sein. Und mit denen haben wir nachher unsere ersten Touren abgesichert, weil wir uns das einfach nicht das Geld gehabt haben, um richtige Klemmkeil zu kaufen.
Also Vorbilder habe ich weder im Alpinen noch im Wettkampfklettern je gehabt und ich denke auch nicht, dass ich welche haben werde. Also es gibt einfach Leute, die was so lässige Sachen gemacht haben, sowohl in der einen wie auch in der anderen Disziplin und das alles fließt ein bisschen in die Klettergeschichte ein und das ist natürlich lässig und da will man natürlich auch sich irgendwie verankern. Aber ich glaube, das kann man selber nicht beeinflussen. Ich glaube, da, was man beeinflussen kann, ist ob einem selber das Klettern gefällt und dass man selber seine Ziele erreicht und sein Bestes gibt. Aber was für einen Stellenwert das dann hat, das muss dann wirklich die Gemeinschaft beurteilen. Naja, ich glaube, beim Alpinklettern sucht man nicht unbedingt die Gefahr, sondern die ergibt sich einfach. Man sucht sich eine Wand aus, will in einem gewissen Stil klettern und hat einfach so die Idee von der Route und geht dahin und sucht sich einfach die Herausforderung. Und wenn die Herausforderung mit gewissen Gefahren gespickt ist, nachher ist es auch so. Nachher muss man es akzeptieren und muss entweder sagen, okay, das ist mir zu gefährlich und ich lasse es, oder okay, das Risiko, das ist kalkulierbar, das will ich eingehen, das ist mir wert. Das ist eben die Frage, was man sich grundsätzlich im Alpinen stellen muss. Entweder bin ich bereit dazu und ich gehe das Risiko ein, oder ich traue mir heute nicht und probiere es morgen nochmal, oder ich traue mir einfach nicht und dann ist die Tour einfach nichts für mich. Nein, zum Klettern gehört einfach wirklich sehr viel mehr als wie nur der reine Sport. Da gehört einfach so viel dazu, was man mit den Freunden macht. Da gehört das ganze Reisen dazu, da gehört das ganze Rundherum gehört dazu. Und gleichzeitig, was aber sicher den Klettersport oder das Klettern nochmal so viel besonderer macht, ist, dass es keine Regeln gibt eigentlich. Also es gibt keinen, der was da kontrolliert, ob du die Tour durchgestiegen bist. Es gibt keinen, der kontrolliert, ob du technisch geklettert bist, ob du frei geklettert bist, sondern du hast das wirklich, du kannst darüber entscheiden und du kannst sagen, entweder du sagst die Wahrheit und du sagst, okay, ich bin so und so geklettert, oder du sagst eben nicht die Wahrheit. Und ich glaube, das macht den Klettersport zu so etwas Besonderem, dass man wirklich keine auferlegten Regeln hat, dass es nichts so gibt, das was einen kontrolliert, sondern es gibt einfach so eine Ethik und es gibt so eine Grundidee und Grundsätze, an denen man sich halt haltet und das fließt für mich alles in die Philosophie Klettern ein.